heute machen wir selber Pasta. Und zwar Spinatpasta. Wirklich, klickt jetzt das Video nicht weg, es ist super simpel, es geht auch ratzfatz. Also traut euch ran, wenn ihr noch nie selbst Pasta gemacht habt, es ist wirklich simpel. Ihr braucht auch nicht zwingend eine Nudelmaschine dazu, ihr müsst es auch nicht mit Spinat machen, ihr könnt euch einfach ganz normale Grießpasta machen. Also bleibt dran und schaut es euch an. Was wir im ersten Schritt machen, ist, weil ich mich für die Spinatpasta entschieden habe, ich habe mir den Spinat schon geerntet, schön gewaschen und jetzt kommt er in meinen Mixer, peu à peu. Ihr könnt dazu natürlich auch Bärlauch in der Bärlauchzeit nehmen oder ja, ein bisschen Basilikum, da darf es dann einfach nicht so viel sein wie beim Spinat. Girsch würde sich super anbieten. Also da könnt ihr wie immer ein bisschen flexibel sein. Mangold ginge auch. Ich habe mir jetzt hier noch das Wasser vorbereitet. Gebe mir da schon mal einen Teil dazu. Aber erst einen Teil, weil ich möchte am Ende auf 300 ml Flüssigkeit kommen mit dem Spinat. Und das variiert beim Spinat immer ein bisschen, wie viel Flüssigkeit da drin hat. Hat auch immer ein bisschen damit zu tun, ob der bei Regen oder bei Sonnenschein geerntet wurde. Und von dem her lasse ich das mal auf mich zukommen. Jetzt mixen wir das mal an. Wunderbar. Mir fehlt noch ein bisschen was bis 300 ml. Aber ich möchte auch eigentlich diesen ganzen Spinat hier verwenden. Jetzt kommt das alles noch mit rein. Zuck, zuck, zuck. Wie gesagt, wenn ihr keinen Spinat mögt, kein Girsch, nichts Grünes, dann lasst ihr den Spinat komplett weg und nehmt einfach die 300 ml an Flüssigkeit. Das geht selbstverständlich auch. So, dann wird das Ganze nochmal gemixt. So. Wunderbar. Jetzt einfach nur Wasser mit dem Spinat gemixt. Kommt jetzt zum Mehl dazu. Ich habe Dinkelmehl genommen. So, einfach nur rein damit. Dann nehme ich Dinkelgrieß. Geht natürlich auch mit Hartweizengrieß. Verändert nur ein bisschen die Flüssigkeitsmenge. Dann gebe ich 2 Teelöffel Olivenöl dazu. So, und dann wird das hier alles nicht mehr, dann wird schon der ganze Teig vermengt. Das macht ihr wirklich am besten mit den Händen, weil ihr somit spürt, wie der Teig ist. Und wenn wir mit Sachen wie mit Spinat oder Girsch oder so arbeiten, dann müssen wir am Ende immer ein bisschen flexibel bleiben und immer gucken, okay, ist der Teig jetzt noch ein bisschen zu weich? Brauche ich noch ein bisschen Mehl oder brauche ich noch ein bisschen Flüssigkeit? Aber an und für sich sind die Mengenangaben schon so genau, dass wenn ihr Dinkelmehl und Dinkelgrieß nehmt, dass ihr dann schon bei einem wunderbaren Ergebnis rauskommt. So. Jetzt heißt es wirklich kneten, kneten, kneten. Sobald ihr das alles schön verknetet habt, könnt ihr es dann auf die Arbeitsfläche geben. Da fällt es euch dann einfach noch ein bisschen leichter. Ihr könnt es auch immer mit der Küchenmaschine machen. Müsst ihr einfach ab und zu reinschauen. Ich fühle das lieber mit der Hand, wie sich mein Teig verhält. Aber da ist jeder unterschiedlich. Macht das so, wie ihr das möchtet. So, das sieht doch schon wunderbar grün aus. Ich nehme jetzt meinen mal raus. So. Wenn euer Teig schon einigermaßen homogen ist, dann könnt ihr einen halben bis einen Teelöffel Salz dazugeben und ein bisschen Pfeffer, wenn ihr mögt. Und dann knetet ihr auch das mit dazu rein.
Gut. Wenn ihr eine schöne Kugel vom Teig habt, dann gebt es entweder in Folie, in ein Wachspapier oder wie jetzt bei mir einfach in die Schüssel. Ich befeuchte das jetzt rundherum noch ein kleines bisschen, damit mir der nicht austrocknet. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr es in einer Schüssel macht, gebt auf jeden Fall einen Deckel drauf und dann lasst es ein bisschen im Kühlschrank ruhen. Man sagt so mindestens 30 Minuten. Das macht auch nichts, wenn es eine Stunde ist. So, wirklich nur ganz leicht befeuchten, reingeben, Deckel drauf und ab in den Kühlschrank. So, jetzt zeige ich euch, wie es geht. Ihr nehmt euch ein bisschen vom Teig, bemehlt ihn auf beiden Seiten. Immer nur so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Dann, wenn ihr eine Nudelmaschine habt, stellt ihr die Walzen auf so weit Abstand wie möglich und lasst den Teig einmal ganz langsam durch. Wichtig, übertreibt es am Anfang mit der Geschwindigkeit nicht. Tastet euch da peu à peu ran. Und dann könnt ihr den Teig 2-3 Mal immer wieder falten und einfach durchlassen, bevor wir dann die Stufen enger stellen. Wenn ihr merkt, das sollte zu viel kleben, dann gebt ihr nochmal Mehl dazu. Aber wie gesagt, nur so viel, wie wirklich nötig ist. So, das ist schon wunderschön. Da können wir jetzt gleich ein bisschen enger werden und den dann gleich nochmal durchlassen. Da kann man dann auch von der Geschwindigkeit ein bisschen anziehen und dann wieder. Und wie ihr seht, also mit so einer Nudelmaschine ist das wirklich ganz, ganz ratzfatz gemacht. Wenn ihr keine habt, dann gebt ihr es euch einfach auf die Arbeitsfläche, rollt es mit einem Nudelholz aus und dann zeige ich euch gleich, wie es dann da weitergeht. Aber jetzt machen wir es erst einmal mit der Nudelmaschine zu Ende. Ich bin jetzt bei Stufe 3, ich mache jetzt noch Stufe 4 und das reicht mir dann auch, weil diese Stärke möchte ich. So, dann habe ich 4 und dann möchte ich natürlich auch hieraus solche tollen Nudeln machen. Das heißt, ich gehe einmal eine Walze weiter rüber zum Schneiden, wenn sie mich dann einfügen lässt. Ja. Jetzt ist es wichtig vor dem Schneiden, dass wir das alles ein bisschen einmehlen, ein bisschen bestäuben wieder, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Denn wenn die unten rauskommen, sollen die uns auf gar keinen Fall zusammenkleben. Deswegen gebt ihr da ein bisschen was noch drüber, das Überschüssige runter. Genau, dann legt ihr es rein zum Schneiden und lasst es auch da einmal durch. Ihr könnt auch unten noch ein kleines bisschen Mehl, dass wenn die unten rauskommen, sie gleich ein bisschen was haben. Und dann werden die hier geschnitten. So, kommen hier unten raus. Und dann gebe ich gleich noch eine kleine Prise Mehl oben drüber. Schau, dass das überall angekommen ist. Und so könnt ihr jetzt diese Nudeln wunderbar einfrieren. Zum Beispiel als so kleine Portionsnester, die ihr dann rausholt und kocht. Oder eben jetzt im Kühlschrank aufbewahren, bis ihr sie dann ins Wasser schmeißt. So, und jetzt zeige ich euch noch die Variante, wenn ihr keine Nudelmaschine habt, dann macht ihr das, was ich jetzt mache, einfach mit dem Nudelholz, rollt euch den Teig schön aus, dann bemehlt ihr ein bisschen mehr als gerade vorhin, dann müsst ihr es wirklich schön einstreichen, auch von beiden Seiten, da jetzt lieber ein bisschen mehr als nötig, klopft das Überschüssige ab. Und dann rollt ihr euch die ganze Rolle auf. Und schneidet euch die Nudeln runter. Wenn euch das am Rand ein bisschen zu ungenau ist, dann könnt ihr das wegmachen und nochmal ausrollen. Und ansonsten schneidet ihr euch jetzt so kleine Schnecken runter.
Optimalerweise natürlich alle in der gleichen Länge. Rollt sie euch dann wieder aus und habt genauso die Nudeln, die ihr möchtet. Und macht dann ein Nest daraus. So, das funktioniert auch wunderbar. Da habt ihr auch keine Probleme. Dauert vielleicht 2 Sekunden länger, die dann wieder auszurollen. Aber auch das ist gar kein Problem. Genau. Und in der Regel haben die dann schon genügend Mehl. Wenn sie auch noch ein bisschen Mehl brauchen, dann stäubt ihr jetzt ein bisschen was drüber. Und dann habt ihr auch hier wunderbar eure Nudeln zum Einfrieren oder dann eben bereit fürs Wasser. Wenn ihr die Pasta gemacht habt, dann bringt ihr einfach nur noch Wasser zum Kochen, salzt es ordentlich. Ihr könnt es auch gerne abschmecken. Da muss es wirklich ein bisschen Geschmack rein, so ein Teelöffel ungefähr. Und dann gebt ihr euch so viel Pasta rein, wie ihr mögt. Also ihr müsst nicht alles auf einmal, das habe ich euch ja gesagt, ihr könnt auch gerne ein paar Nester einfrieren, das ist auch gar kein Problem. So. Am besten ist die halt immer frisch. Das heißt, wenn irgendjemand von der Familie später reinkommt, dann macht das lieber auf zweimal. Stehen. So, die braucht jetzt wirklich nur 2-3 Minuten. In der Zeit ist meine Pfanne hier schon heiß. Ich gebe mir jetzt da einfach nur ein bisschen Öl rein. Ihr könnt natürlich mit der Pasta alles machen, was ihr wollt. Ein Pesto eignet sich natürlich super. Ich werde jetzt einfach nur ein bisschen Frühlingszwiebel in der Pfanne ein kleines bisschen andünsten. Pfeffer, gebe ein kleines bisschen Knoblauch dazu. Das Grüne der Frühlingszwiebel gebe ich dann einfach frisch oben drüber. Das mag ich roh total gerne. Schmeckt das Ganze dann final noch mit einem kleinen Schuss Sojasauce ab und fertig ist das Ganze. Wenn ihr da jetzt einfach nur ein Pesto über die Nudeln gebt, dann geht es noch ein bisschen schneller. Ihr könnt natürlich auch noch eine aufwendige Soße machen. Das ist natürlich ganz euch überlassen und eurer Kreativität. Aber wenn ihr so eine richtig gute, selbstgemachte Pasta habt, oh, dann braucht ihr gar nicht mehr so viel mehr. Das reicht meistens wirklich schon aus. Dann salze ich jetzt die Pasta ab und gebe die gleich mit rein, schwenke die noch einmal durch und dann probiere ich es final. Und dann kommt auch erst die Sojasauce dazu, weil ich erst dann sehe, wie es funktioniert, alles zusammen. Das ist jetzt total unterschiedlich, ob ihr genügend Salz im Wasser habt oder ob es genügend Salz hier drinnen ist. Deswegen mache ich mir jetzt mal ein Abseihen der Pasta. Die gebt ihr dann gleich mit dazu. Ein kleines bisschen Sojasauce. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Es ist nur immer schade, dass ihr nicht probieren dürft. Jetzt schaue ich, ob es mir schon so passt. Sehr lecker. Ja, das finde ich wirklich gut. Das gibt ihr einfach.
einfach nur noch auf einen Teller. Macht im besten Fall auch eure Gasflamme aus. Und dann noch ein bisschen was vom frischen Grün oben drüber. So. Und wer mag, weil das jetzt natürlich sehr grün ist, könnt ihr auch noch was Rotes drüber geben, ein bisschen Paprika oder Chili. Und dann lasst es euch schmecken. Wirklich, macht Pasta ab und zu selber. Es ist so viel besser als gekaufte. Und ja, lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn ihr es gemacht habt, wie es euch geschmeckt hat. Teilt das Video und dann sehen wir uns hoffentlich bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!